Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum zweiten Teil der Gameplay-Review von Digimon. Oh, jetzt muss ich selber gerade mal nachlesen. All-Star Rumble. Und wir hatten vorhin, also eben gerade Story gemacht. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Kampfmodus. Und danach kommt dann noch der Trainingsmodus. Mal gucken. Vielleicht machen wir Kampf und Training in einem. Na komm, geh da hoch. Aha. Ein Spieler. Können wir hier auch. Kann man auch, glaube ich, zu zweit sagen. Ist ja geil. Kann man auch zu dritt oder zu viert an einer Konsole zocken. Na, das ist ja geil. So. Was haben wir denn hier für Modus? Wir haben gegen die Zeit. So, Punktekampf. Überlebenskampf. Medaillenkampf, Bombenkampf, Flaggenkampf, Schadens. Rennen, okay. Medaille hatten wir noch nicht, Bombe, Flagge. Die drei hatten wir schon. Gegen einen. Digi-Karte. Jeder gegen jeden. Okay, kannst du so Regeln festlegen. Wir machen erstmal Bomb-Battle. Ach, durch die Story bekomme ich so ja die Digimon freigeschalten. Aha. Da fehlen hier auch nicht mehr viele. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind doch mehr hier. Da kommen bestimmt noch mehr dazu. Ich werde jetzt aber mal anstatt mit Arnold mit dem hier spielen. Hey, let's do this. Und mein Gegner ist der. Very well. Und ich will. Sieht sich cool aus. Da will ich kämpfen. Der geht aber ganz schön ran gerade. Und der steuert sich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und der sieht größer aus. In dem Level waren wir ja schon. Scheiße. Als Argumon steuert sich dadurch. Also ist ein bisschen besser übersichtlich. Verlieren, klasse. Endgültig. Du bist aus der neuen Serie sein. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Oh, mein Freund. Ich kriege. Deine Bombe geht bald hoch. Jetzt ist meine Bombe oben hoch. Das ist die Hüfte. Komm. Ich führe. Boah, fuck, Strom. Boah, fuck.
Wieso macht der jetzt nicht? Wieso macht der nicht? Oh man. Ich hab nichts gemacht mehr. Ist ja beschiss. Na, der kämpft sich ja nicht mal so unübel. Jetzt nehme ich mal den. Very well. Hello, let's go. Digital Station. Ich bin gespannt hier. Der hat ja für vorne. Ach so. Jetzt verstehe ich. Solange der die Fahne hat, kriegt der Punkte. Ah, der hat die Fahne verloren. Jetzt die nächste. Jetzt sieht man schon etwas mehr. Der große V. Metal Garuma! Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie er so weit hinkriegt. Fuck. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal den Phoenix-Modus an. Ach, jetzt habe ich zu weit zurückgedrückt. All-Star Rumble! Training Mode. Let's go! This. Toys out.
Gucken, ob ich das jetzt oben langsam gebacken kriege hier. Wenn ich dann nochmal und drücke, dann macht er das. Wow, da zieht er 6000 ab. Hätte ich mal vorher wissen müssen, ey. Hat er da Kraft, okay. Okay. Jetzt habe ich langsam dran. Muss ich mir unbedingt merken, ey. Oh. Okay, Kampel. So. Dann würde ich hier jetzt gerne... Das bisschen, ich denke mal, das wird ein bisschen vielleicht zu laut sein. So ist vielleicht besser. Oder wir können ja sicherheitshalber... So. Also ich bin schwer begeistert. Die die Story gefällt mir so, dass man schön rumlaufen kann und dann ein bisschen mal kaputt machen kann. Was ich schade finde, ist, dass es jetzt nicht mehr so wie aus dem Ei ist und weil mit den Karten sehe ich noch nicht so durch, wie das so läuft. Ich denke mal, das kommt denn, wenn die neue Serie kommt, wird das dann in der Serie wieder erklärt. Das wird dann wieder so selbsterklärend sein, denke ich mal. Die Grafik finde ich echt geil. Also schön 3D-mäßig und mit den Digimon da rumrennen. Ich fand Digimon schon immer geil. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das schon immer geil. Und vor allen Dingen, was geil ist, hier hat man noch den Trainingsmodus. Da kann man dann einfach mal... bisschen trainieren, seine Attacken kennenlernen und so. Weil jeder hat ja nun mal andere Attacken und man, ich glaube, so wie aussieht, wird man auch stärker mit der Zeit. Und man kriegt, also die Attacken werden auch stärker. Ich denke mal, man bekommt ja nur später andere Attacken oder andere Verwandlungsformen dazu. Werde ich ja sehen, ich werde auf jeden Fall die Story jetzt erstmal durchspielen noch und dann kann ich euch das genauer sagen. Denke ich mal, da werden bestimmt noch ein, zwei Videos kommen, wenn ich mit die Story mit euch mal durchspielen oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, aber ich habe Mörderschnupfe. Oder nee, die Story werde ich nicht durchspielen. Aber ich werde vielleicht noch mal ein Video machen, wenn ich da noch ein paar mehr Charakter freigeschalten habe, um euch das zu zeigen. Also, endlich mal wieder ein Digimon-Spiel und vor allen Dingen so, wie ich es wollte, schön... ein bisschen Story und man hat auch Kampf, da kann man auch gegen Freunde, wenn mein bester Freund jetzt hier ist, gebe ich ihm einen Controller in der Hand und wir können einfach mal mit den Digimons uns gegenseitig auf die Fresse hauen. So muss es sein, das ist eigentlich mal schön. Und vor allen Dingen halt diese 3D gefällt mir, weil früher war das ja, wie gesagt, das letzte, was ich mich erinnern kann, war das Digimon auf der PlayStation 1. Da sah das natürlich nicht so schön 3D aus. Und so gefällt mir das schon.
Und vor allen Dingen mit so durch Level laufen. Das ist schön entspannt. Ein bisschen schlachten und dann vor allen Dingen die Kämpfe, dass das da auch so verschiedene sind. Das sind nicht nur einfach 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 oder jeder gegen jeden, hau drauf, irgendwie ist. Nee, da hat man ja, habt ihr ja eben gesehen im Video. Wir haben Punktekampf, Überlebenskampf, Medaillenkampf, den habe ich noch nicht gemacht. Bombenkampf, Flaggenkampf, Schadensrennen habe ich auch noch nicht gemacht. Und dann haben wir hier auch noch, können wir die Karten ein- und ausschalten, Gegenstände ein- und ausschalten, jeder gegen jeden, 2 gegen 2. Das finde ich geil. Also kann auch 2 gegen 2 andere kämpfen oder jeder gegen jeden. Also da haben sie sich was einfallen lassen. Das finde ich echt geil. Dafür kriegt von mir tipptopp Daumen hoch. Also das ist echt geil. Also für Fans der Serie denke ich mal auf jeden Fall was. Also für mich ist es auf jeden Fall was. Ich werde jetzt erstmal weitermachen. Ich muss die Story noch weitermachen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen helfen. So einen kleinen Einblick in Digimon gewähren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.